Yo Leute, herzlich willkommen hier bei Team Sports TV zu einem neuen Video und es ist Unboxing Time. Aber nicht so, wie ihr es bisher gewohnt seid. Wir haben das Ganze ein bisschen gepimpt und es gibt jetzt Infos zu den Schuhen. Das heißt, wir werden euch nicht nur geile Bilder zeigen, sondern wir erzählen euch auch ein bisschen was zur Story, zum Design. Warum sehen die Schuhe so aus, wie sie aussehen? Dazu gibt es noch ein offizielles Wiegen. Das kennt ihr vielleicht vom Boxen. Die zwei treten quasi gegeneinander an. Wir werden diese hier auf einer Waage wiegen, damit ihr auch genau seht, wie das Gewicht der beiden ist. Und jetzt zeige ich euch mal, um was es überhaupt geht. Es geht um eine Limited Edition von Adidas. Spacecraft Pack heißt das Ganze. Es wird also abgespaced und ich kann euch schon mal sagen, die Teile sind richtig nice. Anfangen werde ich mit diesem Karton hier. Und zwar haben wir hier den Adidas X16 Plus Pure Chaos. Richtige Rakete, kann ich euch sagen. In der rechten Box haben wir zusätzlich nochmal eine richtige Maschine am Start. Und zwar den Adidas Ace 16 Plus Pure Control. Boah, richtig coole Teile, oder? Früher hat man sich noch die Schuhe angesprayt, damit die Gold waren. Jetzt gibt es die so fertig zu kaufen, aber aufgepasst. Jeweils nur 1000 Stück weltweit, das heißt, ihr müsst schnell sein und was noch ganz cool ist, kein Profi wird die tragen. Kein Adidas-Athlet wird mit diesen Schuhen auflaufen, das heißt, nur ihr werdet damit auf dem Platz rumlaufen. Es wäre in jedem Fall mal eine Investition wert, würde ich sagen. Mal kurz auf die Schuhe, also der X16 Plus vorne, das erste Mal mit Leder verarbeitet. Im Mittelteil und im hinteren Teil habt ihr weiter die Non-Stop-Grip-Technologie. Ihr habt den Pure-Cut und natürlich auch die Sprint-Frame-Sohle. Das Ganze auch beim Ace, auch hier das erste Mal mit Lederanteil im Vorderfuß. Ansonsten bleibt auch alles gleich. Ja, jetzt kommen wir mal kurz aufs Design. Design kommt aus der Raumfahrt. Zum einen schwarz für das Weltall und Gold für verschiedene Teile, die zum Beispiel in Space Shuttles verbaut werden. Denn in jedem Space Shuttle gibt es Minimum 40 Kilogramm Gold, die verarbeitet wurden. Die 40 Kilogramm sind hier nicht drin, leider, aber ist fürs Fußballspielen doch auch wieder besser. Jetzt wiegen wir die Teile mal. Wir fangen an mit dem Adidas X16 Plus Pure Chaos. Jetzt muss die Waage nur noch angehen. Ah, jetzt. Super. Gut, wie gesagt, 16 Plus einmal draufstellen. Und wir sehen 224 Gramm wiegt der X und der Ace zum Vergleich. 254 Gramm. Ist also ein Tick schwerer, das heißt für euch, wenn ihr eher jemand seid, der schnell auf den Beinen ist, vielleicht eher zum X greifen, weil der minimal leichter ist. Für jemanden, der gerne das Spiel an sich reißt, ist eventuell der Pure Control die bessere Entscheidung. Aber je nachdem, das müsst ihr natürlich für euch entscheiden. So, was sagt ihr dazu? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr über die Schuhe denkt, welcher Schuh euch besser gefällt. Ich tendiere ja eher ein bisschen zu dem Ace. Rein optisch. Den X finde ich zum Spielen ein bisschen besser, weil ich eher jemand bin, der übers Tempo kommt. Und wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja, Leute, das war es also von unserem ersten Unboxing. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann klickt gerne auf den Like-Button. Abonniert uns weiterhin so fleißig. Jetzt kommen noch ein paar schöne Close-Ups, schöne Bilder fürs Auge. Das heißt, dranbleiben. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ich bin raus, euer Matze. Ciao.